Ja, das Kona Remote 2021, ein filigraneres Bike, kann man sich fast kaum mehr vorstellen, denn es sieht so auf den ersten Blick überhaupt nicht aus nach E-Bike. Es ist extrem reduziert, der Shimano-Motor macht es möglich. Grüß dich, Andi. Hi Sven. Ja. Heute am 12. März 2021, ja, Kona lässt euch ja nicht mehr los. Gibt viele Kona-Fans, oder? Bei uns ja, weil überzeugen halt damit Qualität, ne? So, die werden wo entsprechend hergestellt? Sind die auch aus Amerika oder kommen die aus Fernost? Die kommen aus Fernost. Also Amerika selber hat früher, wenn man so ein bisschen Revue passieren lässt, einfach die Nase vorn gehabt mit Mountainbikes und solche Sachen. Und das war eigentlich die Fernost-Antwort auf die amerikanischen Hersteller. Ja, man muss aber dazu sagen, Kona hat da die Finger drauf, das ist Kona-Qualität, die Fertigung ohnehin mittlerweile fast nur noch in Fernost. Für alle, also die es wissen, die Schweißnähte Kona-like. Die sind super, die sind doppelt geschweißt hier, die halten also auch was her, die werden ja auf Herz und Nieren nochmal getestet, bevor sie irgendwie rausgehen, also da kann man qualitativ gar nichts irgendwie mäkeln. Mäkeln, genau so ist es. Genau, wie so die, jetzt hätte ich was gedacht, Bayern sagen, die Saarländer sagen meckern, ja, meckern, das ist so. Ja. Wir sind tatsächlich im Saarland, gell? Das stimmt, ja, selbst wenn ich bayerisch klinge, ja. Das ist so. Du machst da auch keinen Hehl draus, du kannst auch gar nicht anders reden, so ist es. Nee. Denn du bist schon ein paar Jahre hier, der Liebe wegen. Und Santur ist eine gute Gabel drauf. Das ist die Zerum-Gabel drauf, das ist also so eine gute Standardgabel. Hat sogar schon Beschichtung, also es ist tatsächlich schon ein bisschen was Besseres. Nicht so eine 0815-Gabel, ist allerdings jetzt ohne Luftdruck, ist also eine ganz normale eine Stahl? Stahlfedergabel, genau. Aber mit Beschichtung, also die spricht schon etwas feiner an. So, wir sprechen hier über 4.299 Euro, wer sich auskennt. Ich sag mal, Kona ist unglaublich beliebt für Leute, die ins Gelände gehen, also wo man es auch mal ein bisschen härter krachen lassen kann. Richtig. Kann man das hier? Das geht mit dem auch, ist aber halt, wie gesagt, ein Hardtail. Das ist ja so für die normalen Allround-Fahrer mehr gedacht, finde ich. Also es ist jetzt nicht direkt was für jemanden, der sportlich ambitioniert Sprünge machen möchte und irgendwo richtig im Gelände abgeht. Dafür ist es ein kleines bisschen zu schwach. Aber so einen guten Allrounder, wenn ich sage, ich fahre viel Strecke, ich fahre viel Wald, ich möchte abseits etwas ein bisschen fahren, da ist es halt schon gut. Ich habe also schon eine absenkbare Sattelstütze schon mit drauf. Ne? Also wenn ich hier den Hebel ziehe, kann ich also diese Sattelstütze einfahren. Oder halt mit dem Körpergewicht natürlich. Mit dem Körpergewicht geht es einfacher als wir jetzt mit dem Arm. Ausfahren ist ganz einfach. Wenn ich hier den Hebel wieder drücke, kann ich es also wieder mir direkt eingestellt wieder unter den Bobbes packen. So, in Schaltung, was haben wir denn drauf? Alles Shimano hier, das ist komplett. Shimano, Deore, genau. Genau, aber nicht nur das, Bremsen Shimano, Motor Shimano, komplett Shimano. Komplette Shimano-Ausstattung, jawohl. Ja. Eine Shimano Deore ist drauf, ich guck mal gerade. Die ist hier drauf. Anzahl der Gänge? 10 Gang. So, Motor, was für Motor ist drauf? Da ist der Shimano Steps E6000 drauf mit 60 Newtonmeter. 60 Newtonmeter tut dem Rad auch ganz gut. Viele, muss ich auch sagen, die fahren ja damit nicht bergab, bergauf, sondern viele nutzen ja die Leistung auch, um einfach im bergigen Gelände gleichmäßiger zu fahren. Genau so ist es, ja. Tatsächlich sind die 60 Newtonmeter völlig ausreichend. Also selbst wenn ich jetzt die Bergenhalde hier in Ensdorf hochfahren möchte, ist das Rad guter Begleiter. Also die wird man selbst mit den 60 Newtonmetern hochkommen. Genau, wenn du kurz auf die andere Seite gehst, zeig mir mal bitte, wie man es anmacht. Anmachen ist an den schönen großen Knopf hier. Einmal drauf drücken. So, dieses riesen Display, wenn du mal gerade deinen Finger daneben hältst, als Größenvergleich. Genau. Es ist angenehm klein, wollen auch viele, oder? Ja. Es gibt sogar noch kleiner. Es gibt also eins, wo ich nur verschiedene Punkte drauf habe von Shimano. Das könnte man also, wenn man sagt, man legt keinen Wert drauf, zu wissen, wie schnell das man fährt, könnte man sowas dann auch noch nachrüsten. Genau, wenn es hier übrigens flimmert und so weiter. So, da vorne, das ist was? Das ist die Fernbedienung dafür. Wenn ich also hier auf und ab die Tasten benutze, kann ich die also Stufen quasi. Motorstufen einstellen, genau. Wenn ich das aus- und anschalte, ist es immer auf off, das steht hier auch. Wenn ich dann hochdrücke, ist bloß nicht geladen, deswegen macht er jetzt nicht mit. Ist leer, gell? Ja, da ist also quasi jetzt kein Akku. So, das ist jetzt so ein Schutzmodus, damit der Akku nicht noch betrieben werden kann. Tiefentladen ist er genau, tot. Genau, weil bei der Tiefentladung wäre er tatsächlich tot, ja. Deswegen ist es so, dass der irgendwann mal, wenn er also wenig Kapazität hat, einfach abschaltet. Dann sagt er, okay, ich mache dir den Motor weg, damit da nichts mehr passieren kann. Da wir das gerade erst ausgepackt haben und aufgebaut haben,
ist der Akku leider noch nicht geladen gewesen, deswegen können wir es jetzt auch leider hier nicht probieren. Bluetooth heißt was hier bei dem Display? Ich habe eine sogenannte eTube Project App auf dem Handy. Eine was? Eine eTube Project App. Da hast du drauf? Ich habe sie drauf, ja. Das heißt, du kannst dich mit dem Ding koppeln? Ich kann mich mit dem Ding koppeln, ja. Das ist also mal, hier ganz warte mal kurz, wenn du mal gerade hier genau reinhältst. Ja, das ist also das eTube Project. Du musst mal gerade hier so zu mir halten ein bisschen, damit hier, nee, genau. Steiler, etwas steiler hoch. So, super. Genau, so. Und da kommt die App. Ja. Die ist die ist natürlich umsonst oder muss ich die kaufen für 400? Die ist umsonst. Da, also das kann ich mir quasi da runterladen von Shimano selber. Dann habe ich halt hier die ersten Schritte. Dann kann ich das Rad halt quasi dazu machen jetzt hier. Hallo Andi. Ich hoffe, ich habe meinen Bluetooth an. Weiß ich gerade nämlich nicht. Das geht mit Apple und Android, egal. Genau, also ich habe jetzt Apple, ich habe es an, also liegt es jetzt wahrscheinlich gerade daran, dass er platt ist. Gut, das ist nicht so schlimm. Ich kann mich koppeln, was kann ich alles einstellen? Ich kann mir meine Motorunterstützungsstufen einstellen. Also ich habe hier drei Stufen, die sind aber nochmal unterteilt im Low, Middle and High. Und da kann ich also quasi hergehen und kann die anpassen. Bei allen anderen Systemen ist es eigentlich nicht ganz so einfach. Hier kann ich also sagen, okay, ich möchte die Eco-Stufe runterstellen, damit ich also mehr Sparmodus habe zum Beispiel. Die Mittelstufe selber kann ich ein bisschen hoch machen, dass ich ein bisschen mehr unterstützt werde in der Mittelstufe. Und die höchste Stufe stellt man eh meistens auf High, weil da möchte ich ja quasi wirklich die glatte Wand hochfahren. Ne? So, voreingestellt sind die meistens so, dass die Low-Stufe schon auf High steht und dann merke ich in der zweiten Stufe keinen Unterschied zur ersten Stufe. Deswegen stelle ich die immer auf Low runter, damit ich also da Sparstufe ja eben auch nutzen kann. Ne? Wenn jetzt Leute kommen und sagen, oh, 4.300 Euro, da sind noch nicht mal die Züge innen liegen und so weiter, dafür steht, ich sag mal, Kona nicht. Kona steht für brachiale, geile Fahrräder, die Fahrdynamik, die Geometrie von den Fahrrädern unerreicht, also richtig toll. Das ist tatsächlich so. Ja. Also ich habe ein bisschen einen anderen Rahmen quasi drauf, der so unwahrscheinlich laufdynamisch ist und vor allen Dingen auch sehr, sehr wendig ist. Also die sind auch etwas kürzer gehalten, also sie sind etwas gerafft, sodass sie also auch im Gelände gut funktionieren. Ja, übrigens diese Newton-Meter-Hascherei, da bist du auch kein Riesenfan von, weil du sagst einfach, der Unterschied ist gar nicht so brachial. Also wenn ich jetzt den normalen E8000 habe zum Beispiel mit 70 Newtonmeter, 60-70 Newtonmeter, die 10 Newtonmeter wird man nicht so brachial merken. Wo man es dann merkt, ist, wenn ich jetzt den ganz neuen Motor hätte, dass ich dann 85 Newtonmeter habe. EP8, oder? Genau, den wenn ich zum Beispiel habe, dann das merke ich schon brutal. Also da ist tatsächlich schon ein richtiger Boost nochmal dahinter. Ne? Gut, heißt aber auch, Akku ist viel schneller leer. Das heißt also, wenn ich so Boost haben will, dann will ich es auch nutzen, muss ich wissen. Ja. Klar, gibt es Automatikstufe eigentlich bei Shimano? Gibt es sowas? Das ist eigentlich die Trail-Stufe, also die zweite Stufe. Die ist also, die wandelt quasi von 1:1 Unterstützung auf 2:1 Unterstützung. Also mehr gibt es da bei Shimano nicht. Genau, wenn du es mal gerade hochhimmst aufs Hinterrad, dass ich mal drunter gucken kann. Du hast eben die Batterie mal kurz eingesetzt, das Ganze. Da habe ich jetzt keine Schlüssel da. Es macht nichts, aber es ist sehr einfach zu entnehmen. Das ist wirklich sehr, sehr einfach zu entnehmen. Unser Akkuproblem ist in dem Fall nicht vorhanden. Also ich habe hier einfach einen ganz normalen Imbusschlüssel, den ich hier einsetzen muss, drehe das Ding auf und kann ihn dann rausholen. Also es ist kein Schloss, kein Akkuschloss quasi. Imbus ist es einfach nur. Es ist einfach ein Imbusschlüssel. Ja. So, hier vorne ist die Lademöglichkeit, am oder? Am Rahmen, genau. Am Rahmen. Also hier der, aber zusätzlich nochmal am Akku. Am Akku ist natürlich auch einer. Also wenn ich jetzt die Möglichkeit in der Garage habe, dass ich es laden kann irgendwo, dann würde ich es tatsächlich über den Rahmen laden. Dann kann ich mir das Ein- und Ausbauen sparen. Wenn ich sage, okay, ich möchte, ich muss das quasi im Innenraum machen. Ich hätte ja das Problem, dass ich die Garage zum Beispiel im Winter nicht beheizt habe oder irgend sowas. Da lädt er ja auch etwas schlechter. Da ist dann so, dass ich es natürlich auch in den Innenraum mitnehmen kann und dann dort laden kann. So, wir sind bei Kai Gimler Bikes. Wir haben lange nichts mehr gemacht. Man muss auch fairerweise dazu sagen, die haben euch den Laden leer gekauft, immer noch. Also ihr habt Termine, glaube ich, jetzt für die nächsten Wochen ausgebucht. Brutal. Ihr vergebt immer noch Termine, muss man sagen. Ja, weil es denjenigen, der jetzt einen Termin sich ergattert hat, sage ich jetzt mal, unfair wäre, jetzt einfach aufzumachen und zu sagen, ihr könnt jetzt kommen, wann ihr wollt. Punkt 1. Und Punkt 2, wir wissen ja gar nicht, offen bleiben. Ne? Deswegen ist es für uns angenehmer, sage ich jetzt mal, wenn wir halt wissen, okay, so und so ist es durchgetaktet. Die meisten kommen, kaufen tatsächlich, oder? Ja. So. Ja. Wir haben halt noch einen Vorteil. Letztes Jahr, weißt du ja selber, ist hier eine Schlange gewesen von ganz hinten bis hier vorne. Jetzt durch die Terminvergabe haben wir heute nicht mehr den großen
Andrang vor der Tür in dem Sinn, aber halt dafür steht das Telefon und die E-Mails quellen über. Da sind wir. Aber wir haben gutes Marketing gemacht. Für was steht Kai Gimler, deiner Meinung nach? Gibt ja viele Fahrradhändler. Kai Gimler steht eigentlich für Qualität, für Service vor allen Dingen auch. Ja, eine riesen Werkstatt. Wir haben eine riesen Werkstatt, ja. Ihr habt jetzt nochmal investiert in Personal in die Werkstatt. Richtig, da haben wir jetzt noch einen Neuzugang, den Jendrik mit dazu. Hab ich ihn gesehen, den kannte ich noch nicht. Den kanntest du noch gar nicht. Ja. Der Jendrik, den kenne ich schon etwas länger als alle anderen hier. Der hat bei jemandem anders mal Praktikum gemacht und wie er hier angefragt hat, er will ja quasi hier Ausbildung machen zum Zweiradmechaniker. Da hast du Handschellen geholt und hast ihn an die Heizung angekettet. Nee, ich habe dem Chef mehr oder weniger gesagt, also wenn du den nicht holst, kündige ich. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Der Kai ist heute nicht da, denn der hat einen Neubau und ist da schwer beschäftigt. Ja, wir sind bei Kai Gimler. Öffnungszeiten bei euch nach wie vor, wenn man im Moment auf Termin, wir drehen heute am 12. März 2021. Genau. Kona, tolle Marke. Kai liebt Kona, muss man sagen. Er liebt sehr abgöttisch, ja. Und wie gesagt, sind da tolle Räder. Ne? Ja, ist es. Ja, wir sind im Buus, B-U-U-S, genau. Kai Gimler. Da vorne steht es schon ein bisschen abgenutzt, aber da ist es normalerweise geöffnet von 10 bis 18 Uhr, dienstags bis samstags durchgehend. Ja. Seid ihr samstags lange da? Samstags sind wir normalerweise bis 18 Uhr da. Die nächsten zwei Wochen, also diese Woche und nächste Woche, ist auf jeden Fall noch mit Terminvergabe, wie es danach dann ausschaut. Also wahrscheinlich KW 12, wenn man es genau wissen will, wird es wahrscheinlich so sein, falls sie uns nicht zumachen, dass wir wieder ganz normal Betrieb haben. Phantasialand. Von 10 bis 18 Uhr, aber ich glaube nicht dran. Also habt ihr noch Räder? Wir haben noch, ja. Sehr schön. Komm, wir gehen rein, es fängt an zu regnen. Da ist es, das Kona 2021 Hardtail. Tschüss, danke fürs Einschalten. Ciao.